In diesem Tutorial montieren wir wiederum ein UFO in eine Landschaft. In diesem Fall ist es wiederum ein Lampenschirm und da soll zusätzlich dieser Effekt eines Scheinwerfers erzeugt werden. Hierfür verwenden wir intensiv die Funktion der sogenannten Ebenenmasken. Photopea ist schon bereit und hier habe ich auch schon ein Bild gefunden, noch kurz zum Suchen selber. Ich habe bei der Bildersuche in Google die Tools aktiviert und hier wiederum gefiltert nach Bildern, die wiederverwendet und verändert werden können. Das heißt, ich darf alle diese Bilder herunterladen, bearbeiten und auch wieder weiter veröffentlichen. Jetzt dieses im Speziellen ist auf einer Plattform, die unter CC 0 die Bilder anbietet. Das heißt, ich darf mit diesen Bildern machen, was ich will. Ich muss nicht einmal die Quelle angeben. Anstatt das Bild jetzt herunterzuladen, mache ich einen Rechtsklick und wähle Bildadresse kopieren. In Photopea kann ich nämlich nicht nur Bilder öffnen, die ich auf meinem Computer geladen habe, sondern mit Datei von URL öffnen kann ich hier die Adresse einkopieren und mit OK wird sie direkt von der entsprechenden Plattform geladen. Dann brauche ich noch die Landschaft mit Öffnen. Habe ich hier auf meinem Desktop diese Landschaften. Du siehst, die Landschaft ist deutlich weniger düster als im Beispiel, das ich vorhin gezeigt habe. Da werden wir noch mit entsprechenden Mitteln das verdüstern. Zunächst jetzt aber mal müssen wir dieses UFO laden. Ich wähle es mal großzügig aus mit dem Rechteck-Werkzeug. Ich kopiere es. Mitbearbeiten, kopieren oder Ctrl-C und füge es hier wieder ein. Und da mache ich es gleich noch etwas kleiner, wiederum mit Bearbeiten, frei transformieren. Mit der gedrückten Umschalttaste skaliere ich das etwas und drehe es noch zusätzlich, damit es so ein bisschen schief im Himmel hängt. Ja, vielleicht etwa so und bestätige das. Und jetzt zoome ich ganz neu ran mit dem Navigator. Wie immer, wenn du ihn nicht findest, hier ist er unter Fenster abrufbar. Für die Auswahl nutze ich das magnetische Lasso, das sich dahinter dem Lasso verbirgt. Das magnetische Lasso findet automatisch die Konturen. Nicht immer sehr treffsicher, muss ich sagen. Da muss man dann sicher noch etwas nachhelfen. Aber da verwende ich jetzt nicht zu viel Zeit. Manchmal kann man mit einzelnen Klicks da die Richtung noch bestimmen. Geraden Kante geht es definitiv besser. So, und jetzt wäre das normale Vorgehen, dass ich die Auswahl umkehre, weil ich will ja alles rundherum löschen. Also Auswahl, Auswahl umkehren und jetzt die Löschtaste. Dieses Vorgehen hat allerdings den Nachteil, dass jetzt alle diese Pixel definitiv und für immer weg sind. Ich kann also nicht nachträglich an dieser Kante noch rumschrauben, schon gar nichts von außen her wieder zurückholen. Ich mache das deshalb wieder rückgängig. Schritt zurück ist übrigens Ctrl-Z und erneut Ctrl-Z. Wiederum ist nur die Lampe ausgewählt und da bringt es manchmal etwas, wenn man die Auswahl noch etwas weicher macht mit Auswahl bearbeiten, weiche Auswahlkante. Nehme mal einen Pixel und jetzt kommt etwas Neues. Und zwar, wenn ich da die Ebenen
Palette mal aufklappe, so haben wir hier unten verschiedene zusätzliche Werkzeuge. Und dieses Rechteck mit dem Kreis drin, das ist die sogenannte Rastermaske. Du siehst jetzt gleich, was passiert, wenn ich darauf klicke. Alles rundherum verschwindet und nur noch das, was ausgewählt ist, bleibt sichtbar. Wenn wir diese Ebene anschauen, so hast du gemerkt, dass neben der Ebene nur noch ein schwarzes Rechteck ist mit diesen weißen Umrissen. Das ist eben diese Maske. Eine Maske, die bestimmt die Durchsichtigkeit dieser Ebene. Alles, was schwarz ist, stanzt quasi ein Loch durch diese Ebene und man sieht auf die Ebene darunter. Also dadurch, dass jetzt alles rund um den Lampenschirm schwarz ist, wird all dieser ganze Bereich durchsichtig und man sieht in die Ebene darunter. Weiß hingegen ist undurchsichtig. Wenn wir jetzt ein bisschen näher ranzoomen, so sehen wir, dass das jetzt nicht wahnsinnig toll gelungen ist. Und ich hebe mal diese Auswahl auf und arbeite mit dem Stift weiter. Wenn ich jetzt mit dem Pinselwerkzeug arbeite, ich mache es mal ein bisschen, einen weicheren Pinsel 12 und dafür schwarz. So siehst du, was passiert, wenn ich jetzt von außen da rundherum male. Alles, was ich schwarz male, wird durchsichtig. Schauen wir mal nochmals in die Ebenenpalette. Du siehst, es hat hier jetzt diese Muster drin. Dadurch wurde ein Loch in den Lampenschirm gestanzt. Wenn ich die Farbe umkehre mit diesem Symbol hier, mit diesen Umkehrpfeilen, kann ich das aber auch wieder rückgängig machen. Du siehst, alles, was ich gelöscht habe, ist also nicht definitiv gelöscht, sondern kann einfach mit weißer oder schwarzer Farbe in der Ebene wieder zurückgeholt werden. Übrigens kann man da noch viel raffinierter arbeiten. Wenn man zum Beispiel Grau verwendet, dann wird es halbdurchsichtig. Also ich kann so ganz präzise die Durchsichtigkeit steuern. Da habe ich jetzt ein bisschen zu viel erwischt. Das braucht jetzt ziemlich viel Geduld. Da muss ich wieder mit dem schwarzen Stift etwas wegholen. Aber du siehst, im Vergleich zum Löschen sind wir hier natürlich unglaublich viel flexibler. Wir können jederzeit an den Konturen noch weiterarbeiten und diese Kante optimal gestalten. Mit der Maus kann man das auch machen. Das hat noch einen Vorteil, voran bei so geraden Linien. Wenn ich einmal reinklicke, loslasse, die Umschalttaste gedrückt halte und wieder in den Endpunkt klicke, so wird eine gerade Linie gezogen. Schauen wir uns das Ufer mal an. Im ganzen Bild wirkt nicht allzu schlecht. Allerdings wirkt das Ganze jetzt ein bisschen blass. Es hebt sich fast nicht vom Hintergrund ab. Wir wollen ja eher so eine Nachtstimmung haben. Und die Verdüsterung der Landschaft, die machen wir auch nicht wie bis anhin mit den Einstellungen hier, Bildanpassungen, weil auch das sind immer definitive Einstellungen. Diese Pixel werden dadurch definitiv für immer verdunkelt und können nicht mehr nachträglich wirklich schlau aufgehellt werden. Stattdessen wähle ich diese untere Ebene aus und wähle nun dieses Symbol hier, neue Einstellungsebene, also der weiß-schwarze Kreis. Und hier wähle ich meine Lieblingseinstellung für die Steuerung von Helligkeit und Kontrast, die sogenannte Gradationskurve. Da ziehe ich mal in der Mitte nach unten, um das ganze Bild so zu verdüstern.
Die hellen Partien, die muss ich massiv abdunkeln, indem ich da einfach mal nach unten ziehe. Und du siehst, jetzt wirkt es schon deutlich nächtlicher. Da können wir noch etwas weiter verdunkeln. Auch hier wieder haben wir automatisch neben dieser Einstellungsebene eine Maske. Der große Vorteil ist, dass wir einerseits mit einem Doppelklick einfach an dieser Kurve wieder weiterarbeiten können. Das heißt, diese Verdunkelung, die ist nicht definitiv, an der können wir laufend weiterarbeiten. Zweiter Vorteil ist, wir haben eine Maske, auf der wir genau steuern können, wo überall das verdunkelt werden soll. Und genau das ist der Trick, den wir jetzt anwenden. Mit dem Lasso-Werkzeug habe ich das Polygon-Lasso-Werkzeug. Mit dem kann ich mit einzelnen Klicks so ein Trapez aufziehen, also ungefähr aus der Mitte. Gehe ich mal so nach drüben. Mache hier einen Klick, gehe gerade nach drüben, erneut einen Klick und jetzt wieder zurück, fast zum Ursprungspunkt und von da gerade über, damit diese Auswahl gespeichert ist. Diese drehe ich ein bisschen nach drüben, damit sie ungefähr in der Mitte des UFOs ist, ziehe sie vielleicht noch etwas nach unten, vielleicht etwa so. Dieser UFO-Strahl, der soll nicht ganz gestochen scharf sein, sondern der ist an den Rändern ein bisschen aufgeweicht. Deshalb Auswahl bearbeiten, weiche Auswahlkante. Diesmal wählen wir 4 als Wert. Das ist ein bisschen Erfahrungssache, da musst du einfach ausprobieren. Jetzt werden wir uns nochmals überlegen, wir wollen, dass der Strahl hier oben am hellsten ist bei der Lichtquelle und der soll gegen unten ein bisschen weniger hell werden. Wir müssen also einen Verlauf von oben nach unten ziehen. Wir haben hier dieses Verlaufswerkzeug. Bei mir ist es dummerweise schon richtig eingestellt. Ich möchte dir zeigen, wie du das machen kannst. Du kannst hier die Farbe beliebig ändern. Von weiß nach grau oder von weiß nach schwarz ist es meist. Du kannst hier einen neuen Punkt setzen und hier noch einen erneuten und kannst die verschieben. Du kannst einen Punkt rausziehen. Du kannst die Farben vertauschen mit dieser Option. Du kannst hier den Verlauf noch steuern, also von schwarz nach grau. Und jetzt sage ich okay. Und jetzt ziehe ich einfach hier vom Start des Strahls eine gerade Linie nach unten. Ah, Moment, ich muss noch die Ebenenmaske auswählen, damit also dieses weiße Rechteck ausgewählt. Von hier, vom Anfangspunkt nach unten und so fort erscheint dieser Strahl. Nochmals als Überlegung. Ich habe mit Schwarz begonnen. Das heißt, hier wird die Ebene durchsichtig. Diese Einstellungsebene, die Verdunkelung ist völlig nicht mehr wirksam und ich sehe auf das Originalbild darunter. Hier unten ist es nur noch grau in der Maske. Das heißt, hier sehe ich so ein bisschen hinunter, aber es ist immer noch dunkler. Hier unten soll nun ein Kreis bzw. eine Ellipse eingefügt werden. Diese Ellipse versuche ich mal so einigermaßen aufzuziehen. Ungefähr so. Rücke sie mit der Pfeiltaste noch etwas nach drüben, nach oben vielleicht. Ungefähr so. Und diese Ellipse soll natürlich auch wieder aufgeweicht werden. Bearbeiten, weiche Auswahlkante. Wiederum mit 4 und die muss jetzt natürlich ganz mit Schwarz gefärbt werden. Ich kehre da die Farben nochmals um. Das ist die Vordergrundfarbe, hier die Hintergrundfarbe. Es soll also mit Schwarz gefärbt werden, damit ich ganz aufs Originalbild runtersehe. Bearbeiten, füllen,
Vordergrundfarbe, ich könnte auch direkt schwarz wählen, kommt auf selber raus. Okay, und wenn ich da die Auswahl aufhebe, so siehst du, ist der Effekt recht hübsch gelungen. Ja, damit wären wir fast am Schluss. Was mir noch nicht ganz passt, das UFO wirkt jetzt ein bisschen gar hell. Ist ja sowieso ein bisschen ein lustiges UFO. Da dunkle ich noch etwas nach mit dem Nachbelichterwerkzeug. Relativ groß, vielleicht etwa 100 oder so, 120. Und da versuche ich da diese Kante noch etwas dunkler zu machen, damit sich das UFO noch stärker vom Hintergrund abhebt und etwas dreidimensionaler wirkt. Und auch die Kante darunter. So, jetzt sind wir fertig mit unserem UFO und das ist doch schon recht hübsch geworden. Wie immer, das Bild kannst du exportieren als JPEG, dann wird es einfach so als Bild, das nur aus einer einzelnen Ebene besteht, gespeichert. Das kannst du aber nicht mehr richtig bearbeiten, falls du später nochmals daran arbeiten möchtest, falls du beispielsweise nur an dieser Gradationskurve noch etwas rumschrauben möchtest oder so, dann kannst du das jederzeit machen, indem du das im Photoshop-Format, also speichern als PSD, wieder in Photopea lädst und weiter bearbeitest. Ja, damit wünsche ich dir viel Erfolg bei ähnlichen Projekten.